Miteinander. Wir kommen heute zusammen zum Evangelisationsabend am Pfingsten, Gottes Wort verkündigen. Und wir lesen dazu heute an diesem Abend in der Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 40. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, was sollt ihr wissen? Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, in Klammern nach der jüdischen Zeitrechnung die neunte Stunde, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagte zu ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater Davids. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter euch bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erweckt wurde, damit er auf seinem Thron sitze, hatte er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht sehe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr geseht und höret. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israels mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.
Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ja, was soll der Text uns heute sagen für unser Thema? Gottes Wort verkündigen. Und ich denke, das passt für Pfingsten sehr gut, dass wir es erkennen in diesem Bibeltext, wie ja, dieser Apostel Petrus sich diese Worte zu Herzen genommen hat, den Herrn zu bezeugen. Er war mit Jesus Christus 3 Jahre vorher unterwegs gewesen, hat mit ihm viel erlebt, aber dennoch musste erst die Kreuzigung und die Himmelfahrt auch alles erst verarbeiten und dadurch lernen, dass der Herr Jesus Christus tatsächlich der Maßstab fürs Leben ist und auch, dass er bereit ist, auch in den Tod zu gehen. Warum? Wir können erkennen durch diese Geschichte, dass ja über 3000 Menschen da waren, das lesen wir auch in Vers 41, und die meisten, die waren sehr kritisch, wo wir gleich sehen werden, und dadurch können wir erkennen, dass dieser Petrus unwahrscheinlich viel Mut gebraucht hat, und das können wir erkennen, dass dieser Mut notwendig war, um eben dieses Pfingstfest, um dieses Wunder eben auch zu offenbaren. Er wusste, er ist nicht alleine. Und da wollen wir uns jetzt ein paar Dinge anschauen. Genau, Gottes Wort verkündigen. Genau, in Vers 14 können wir erkennen, dass es darum geht, genau in Gemeinschaft zu sein. Und wir lesen auch, er erhob seine Stimme und sprach zu ihnen. Genau, das ist eben wichtig, dass wir auch lernen, unsere Stimme zu erheben. Überall, wo Dinge passieren, die außerhalb zu der Bibel sind, ja, müssen wir unsere Stimme erheben. Und dazu gibt uns auch der Heilige Geist die Weisheit, Gottes Wort ja, zu lesen, zu verstehen und es auch anzunehmen, um zu sagen, ja, ich will nicht Gott verändern, sondern Gott soll mich durch sein Wort auch verändern. Genau, das Erkennen und auch das Wollen. Und das ist auch für uns ganz praktisch notwendig, ja, dass wir da eben Gottes Wort brauchen als Segen, nicht ja, um bestraft zu werden, sondern dass Gott uns segnen kann durch sein heiliges Wort und dass wir dadurch Orientierung bekommen, weil wir erkannt haben, diese Orientierung ist für mein Leben ein Segen worden, kann sich in Anspruch nehmen und dann kann ich sagen, das wird auch jeden, auch dir heute Abend wird es zum Segen sein und auch, ja, lieber Zuhörer, dir kann es zum Segen werden, wenn du beginnst, die Bibel zu lesen und zu studieren. Genau, von daher dürfen wir erkennen, wenn wir die Stimme erheben, auf was das sich bezieht. Und das Zweite, was wir noch hier erkennen können in diesem Vers, ist es, genau, es geht um eine Information, die dadurch bekannt geben werden möchte. Und das steht hier geschrieben, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Genau, die sollen was wissen und sollen zuhören. Genau, dass man lernen kann, es ist notwendig, eben die Worte zuzuhören. Und ja, dieses Wort ist selber Jesus Christus, wo eben Fleisch geworden ist. Drum ist es umso wichtiger auch für uns, dass wir den Herrn Jesus Christus sprechen lassen durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Genau, es bezieht sich nicht auf den Petrus, auf die Petrus menschlichen Gedanken, sondern es bezieht sich auf die göttlichen Gedanken, die Petrus eben vertritt. Dann können wir in Vers 15 erkennen, genau eine ganz wichtige Sache, die der Heilige Geist auch uns Gläubige aufzeigen möchte und wofür, dass wir natürlich dann auch verantwortlich sind. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die 3. Stunde, das heißt die 9. Stunde des Tages. Das heißt, er erkennt dieses falsche Denken der Zuhörer und stellt fest, ja, dieses schlechte Denken des Bedrungenseins ist nicht vorhanden, sondern das war eben dieses Sprachwunder, was wir eben vorher eben auch gelesen haben, ja, im 1. Kapitel, wo diese Menschen zusammenkommen sind aus den unterschiedlichen Sprachen. Genau, dieses Brausen her in Apostelgeschichte 2. Und dann können wir erkennen, er verteidigt Gottes Wort und lässt nicht die Sünde und diese Lüge einfach stehen. Das heißt, Gottes Wort klärt uns auf, was richtig ist. Wenn wir die Richtigkeit erkannt haben, auch für unser Leben, dann können wir auch sagen, jawohl, diese Wahrheit, die wollen wir auch gegen eine Lüge, gegen falsche Behauptungen
auch eben auch preisgeben, dass wir uns nicht schämen, ja, wenn Menschen lügen, sondern wir können sagen, es steht geschrieben und es handelt sich eben um eine Lüge. Prüft es selber nach, es steht geschrieben hier und da. Und dann ist es eben auch für uns wichtig, auch in unserer Gesellschaft, wenn wir eben erkennen, es wird anders gehandelt außer der Schrift, dass wir sagen können, ja, schau mal, was hat uns Gott empfohlen, was hat uns Jesus Christus empfohlen, wie hat Jesus Christus gelebt, wie haben die Propheten gelebt. Und genau, dann dürfen wir auch diese Verheißung ja, des Friedens und des Segens auch empfangen. Genau, und wir können erkennen, dass diese falschen Menschen, also diese Lüge der falschen Menschen und des falschen Denkens, muss eben aufgeklärt werden. Das heißt, die verlorenen Menschen müssen aufgeklärt werden, dass dieser Weg ja in die Irre führt, dass sie ewig verloren sind, dass sie aus eigener Kraft und durch Werke die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangen können. Das ist so wichtig, dass wir das auch sagen können. Das hängt auch eben mit Pfingsten zusammen, ja, mit dieser Gabe Gottes, dass diese gewaltige Predigt eben stattgefunden hat. Der Petrus mit seiner alten Natur hätte die Predigt höchstwahrscheinlich so in dieser Art und Weise nicht tun können. Und da können wir erkennen, das heißt, Gott hat beschenkt und diese geschenkte Gabe wurde in die Praxis umgesetzt. Darum ist es für uns auch äußerst wichtig als Kinder Gottes, diese Geschenke Gottes nicht nur ja, zu besitzen, sondern sie einzusetzen. Dann wird der Reichtum sichtbar, dieses Salz zu sein und nicht zu verstecken und zu isolieren. Genau, das macht uns Mut in dieser Apostelgeschichte, wie Gott uns beschenken möchte, diese Gabe eben freizügig weiterzugeben und auch diese Lügen in dieser Welt eben auch zu bekennen und eben auch zu verkündigen. Und natürlich dann auch zu erkennen, ja, dann würden Anfeindungen und Anfechtungen kommen, aber auf Gottes Wort hin, nicht, dass wir einfach nur durchs Leben gehen. Genau, dann haben wir diesen Punkt, diese verlorenen Menschen zu informieren. Wir können erkennen, dass zweimal prophetisch zitiert wird, dass dieser ja, Petrus tatsächlich auch Gottes Wort auch erkannt hat. Er konnte es auch erklären, diese Zusammenhänge bei dieser sagenhaften Predigt und Verkündigung. Er hat ja sich dann immer groß vorbereiten können und hat seine Predigt dabei gehabt, sondern diese Predigt ist spontan entstanden. Das heißt, sie hatten den Heiligen Geist bekommen, dann sind sie angepöbelt worden. Das war viel Pöbelvolk da, über 3000. Und der Herr hat ihnen die Weisheit gegeben, durch den Heiligen Geist zu sagen, diese Lüge können wir hier so nicht stehen lassen. Und dann hat die Predigt begonnen. Wahrscheinlich hat er gar kein schriftliches Konzept gehabt. Aber durch den Heiligen Geist, der in seinem Herzen war und in seinen Köpfen war, konnte er freizügig das Evangelium verkündigen. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir für die neue Woche wieder unterwegs sein würden und wir können Lügen erkennen, dass wir anhand des Heiligen Geistes eben uns an Bibelverse erinnern und diese Bibelverse auch erläutern, warum das Gott uns segnen möchte mit seinen Gedanken und wie uns eben diese schlechten Gedanken schaden. Und das macht er in vorzüglicher Weise, zitiert er da eben auch Joel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Wir können es auch kurz lesen und dann auch erkennen eben, ja, wie genau hat er das eben dann auch tatsächlich auch wiedergegeben aus Joel 3, die Verse 1 bis 5. Höre dieses Wort des Herrn gegen euch gesprochen hat. Oh, Entschuldigung, das war Amos. Genau, wir lesen vorher. Joel Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und nach diesen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich jenen Tagen meinen Geist ausgießen, und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauschen Säulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Ja, ihr könnt heute erkennen, wo ihr hier seid,
dass wir wirklich erkennen können. Es wird berichtet auch über die letzte Zeit, was noch kommen wird auch, genau, dass der Mond sich eben, ja, dass er blutrot wird und die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis. Diese Verheißungen, die werden sich noch erfüllen, das heißt, es hat sich noch nicht alles erfüllt, aber was er eben sagt, bevor dieses eben eintritt, soll es geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Das heißt, der Petrus hat diese Weisheit gehabt am Pfingsten, direkt danach, wo sie beschenkt worden sind, dieses Geschenk weiterzugeben. Und da möchte ich sie heute motivieren und sagen, wenn du gläubig bist, gib dieses Geschenk weiter, wo der Herr dir gibt. Und wenn du noch nicht errettet bist, dann möchte ich dir heute Abend sagen, nimm dieses Geschenk an, du kannst errettet werden. Es steht hier so klar geschrieben, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Der wird gerettet werden. Ja, das wünschen wir Ihnen heute, dass Sie erkennen, wenn Sie noch nicht wissen, ob Sie ein Kind Gottes sind oder Heilsgewissheit haben, tun Sie diesen Schritt, lesen Sie es nochmal nach in Joel 3, die Verse 1 bis 5. Gott wird die Menschen retten. Jesus Christus sagt auch nochmal, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten, was verloren ist. Und wir sind gefangen in der Sünde. Wir hätten den Tod verdient. Liebe Zuhörer, liebe die, wo ihr auch heute hier seid, wir sind verloren. Wir hätten den Tod verdient. Das müssen wir erkennen. Die Sünde ist so schlimm. Bei Adam und Eva können wir das erkennen. Die eine Sünde, ja, die führt zur Hölle, die führt zur Trennung mit Gott. Aber die Gnadengabe Gottes ist es, ewiges Leben. Aber es kostet eben einen Preis. Und den hat der Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren bezahlt, dass er sein Leben hingegeben hat als Lösegeld für viele. Jeder, der es in Anspruch nimmt, soll es haben. Und ich wünsche es Ihnen heute, dass Sie darüber nachdenken, über diese Errettung, über diese Verlorensein, diese ewige Pein oder diese ewige Freude, über diese ewige Erlösung. Genau, darum soll es gehen. Das war die erste Zitierung von der Heiligen Schrift, die wo er dann ja sehr gut wiedergegeben hat. Dieser Petrus, er war, wurde vom Geist geführt. Und dann können wir noch erkennen, in Vers 22, gehen wir wieder zurück zu der Apostelgeschichte 2, Vers 22. Da steht geschrieben, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen. Genau hier fordert der Petrus nochmal auf, seine Zuhörer zuzuhören. Die wollen ihn anklagen, die haben ihn Vorwürfe gemacht, ja. Sie werden betrunken, sie würden in Unmoral leben, ja, und würden sich dann noch als gläubig ausgeben, ja, so wie oft uns Vorwürfe gemacht werden von den Ungläubigen, wo sie gehört hatten oder wo sie vermuten oder wo sie vielleicht Dinge anders sehen, ja, dass wir Vorwürfe bekommen und dann ist die Frage, ja, wie reagieren wir drauf? Und er fordert sein Publikum nochmal auf, hör zu. Und das möchte ich auch heute, ja, bei dir so sein, ob du gläubig bist, nimm Gottes Wort ernst, leb's. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann tu's heute, diese Buße, diese Umkehr, dass du ein fröhliches Kind Gottes sein dürft. Deine Gaben vor Gott einsetzt, nicht für die materiellen Dinge, sondern für die himmlischen Dinge, diese himmlischen Schätze zu sammeln, dieses Geschenk von Gott in Anspruch zu nehmen und für Gott auch einsetzen und für Gott zu leben. Es heißt, er fordert in dieser Anfechtung sein Publikum auf, was über 3000 waren von diesen Ankläger, die ihn verurteilen haben wollen, ja, zu Unmoral. Die fordert er auf durch den Mut und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hör zu, Gott möchte zu dir sprechen. Genau, das können wir nochmal erkennen. Das ist nochmal diese Unterstützung hier in Vers 14, wo wir gerade besprochen haben. Er hat seine Stimme erhoben und er hat informiert, er hat verkündigt. Und das ist auch der Auftrag auch für uns, für die neue Woche, dass wir Gottes Auftrag verkündigen. Wo wir sind, beim Einkaufen an der Kasse, beim Spazierengehen, bei der roten Ampel, am Arbeitsplatz, ja, wenn wir uns um Enkelkind kümmern, Gott wird uns so viele Möglichkeiten geben, dass wir sagen, hä, ich habe keine Predigt einstecken, aber ich habe Bibelworte in meinen Herzen und die möchte ich zum Segen weitergeben und auch einsetzen. Hä? Bitte führe und leite mich, bitte gebrauche mich. Das kann ein geistgeführtes Kind Gottes sagen, wenn der Ungläubige oder der Religiöse eben menschliche Dinge unternimmt
und auch menschlich handelt. Genau, dann gehen wir zum Vers 23 von der Apostelgeschichte 2. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände des Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das heißt, hier wird er ganz konkret und er bezieht sich ja auch nochmal darum, ja, was wirklich auch vorausgegangen war. Was ist diese Kreuzigung? Und das ist eben ja eine Sache, wo er nicht Vorwürfe macht, sondern er sagt, das ist die Ursache dieses Problems, dass sie nicht glauben habt wollen. Ja, Jesus hat sich freiwillig hingegeben, aber ihr wolltet nicht glauben, dass Jesus der Messias, dass Jesus Christus dieser Retter und Erlöser ist. Ja, ihr wolltet die Wahrheit nicht in Anspruch nehmen. Und wer noch kein Kind Gottes ist, der hat die Wahrheit noch nicht für sich in Anspruch genommen. Und nur wer Jesus Christus auch in sich trägt, ja, den kann er gerecht sprechen, weil Jesus Christus eben die Gesetze für uns erfüllt hat. Ich habe es gestern auch schon erzählt, wo wir uns auch am Pfingsten getroffen haben. Jesus Christus hat die Gesetze erfüllt. Das war ja auch der jüdische Feiertag gewesen, wo an die 10 Gebote erinnert worden ist. Und sie sind gut, aber wir können es nicht einhalten. Wir würden nur Angst haben. Und darum ist es wichtig zu wissen, dass Jesus Christus das getan hat, aber dass wir es eben ernst nehmen sollen. Ja, weil wir eben Gott lieben und seine Worte auch umsetzen wollen. Aus Liebe wollen wir unseren Vater gehorsam sein. Genau, wir wollen diese Prophetie auch noch anschauen im Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Psalm 16, 8 bis 11. Genau, wenn ihr Bibel habt, schlagt es ruhig mit auf. Das ist immer gut, die Bibel mitzunehmen und auch mitzulesen. Dann bricht sich Gottes Wort besser ein. Psalm 16, den Vers 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude und Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Genau, da können wir erkennen eben, dass auch ja, dieser David von diesen, wo dieser Psalm 16 abstammt, dass es um diese Rettung drum geht, dass er sich nicht ängstigen muss, ja, wo was passiert, wie es bei vielen Muslimen ist, ja, die nicht wissen, habe ich mir Gutes getan, ja, wie Schlechtes. Und dann Angst haben vor Tod oder auch bei den religiösen Menschen, die dann noch im Alter immer religiöser werden und dann noch in die Kirche gehen. Nein, das hängt mit zusammen. Der Gläubige ist erlöst, der weiß, wohin geht, er freut sich auf sein Zuhause. Und dieses ewige Leben beginnt ja, mit der Entscheidung, den Herrn aufzunehmen. Dann hat die Ewigkeit schon begonnen. Hier sind wir noch fleischlich und wir gehen einfach nur in Geist über. Genau. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinen Angesichts in Freude, in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Genau, das wurde hier zitiert, ja, nachdem er diese Kreuzigung eben ausgelegt hat von Vers 23. Und in Vers 24 sagt er nochmal, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Das heißt, über diese Auferstehung, diese Auferweckung eben auch nochmal beschrieben, ja, und die spricht er hier an. Das ist das Kernthema des Evangeliums, dass wir den glauben und dass wir den auch ja, zur Aussprache bringen können. Tod und Auferstehung, was das eben auch mit uns heißt, unser Tod und unsere Auferstehung durch Gnade, geschenkt mit dem Heiligen Geist, versiegelt ein Kind Gottes zu sein. Genau, das dürfen wir eben erkennen, dass diese Prophetie sich auch erfüllt hat in die Verse 25 und 28, wie wir es schon vorgelesen hatten, ich war ein bisschen schnell. Genau, hier steht nochmal in der Apostelgeschichte 2, David nämlich sagt zu ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke, darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlocke, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe.
Genau, dieser David, der war fest entschlossen gewesen, eben was dieser Petrus zitiert: Gottes Wort gibt immer Orientierung. Ja, die ihr heute hier seid, das müsst ihr mitnehmen heute. Gottes Wort gibt uns Orientierung und wenn wir uns auf Gottes Wort verlassen können, dann haben wir einen festen Halt. Gestern haben wir auch um dieses Fundament gesprochen. Ja, wenn wir ein Fundament haben, dann brauchen wir uns nicht einschüchtern, das Fundament auch zu zeigen. Das ist wie beim Haus bauen, wenn wir den Plan nicht haben und es wird vielleicht gemogelt, ja, dann können wir das erkennen, dass es sich vielleicht um eine Fälschung handelt. Aber wenn dieses Fundament ehrlich ist, wenn die Baupläne richtig sind, dann kann man sagen, schau, der Bauplan ist so und gebaut ist es so und dann ist es stabil. Hier da bei uns im Haus, das sind auch Witze, ich weiß nicht, ob man sie auch ein Stück erkennen kann. Früher hätte es mich geärgert, noch vor 20 Jahren, wo ich ein materialistischer Mensch war. Aber heute kann ich sagen, auch die Risse sind ein Zeichen, ja, für dieses vergängliches, materielles Leben. Das Geistliche wird bleiben, das Fleischliche, das Materielle wird vergehen. Gottes Wort bleibt auch ewig bestehen. Und da dürfen wir uns dran erfreuen. Und er wusste, ja, ich sehe den Herrn alle Zeit vor Augen. So dürfen wir das heute mitnehmen. Ein Kind Gottes hat den Herrn vor Augen. Der, wo auf dem Weg ist, vielleicht wie du, wo du dieses Video auch anschaust, ja, wünsche ich dir, dass du darüber nachdenkst, ja, wie kann ich überhaupt ein Kind Gottes werden? Die Babytaufe, rettet die mich? Die Konfirmation, die Kommunion oder die Beschneidung wie im Islam, kann die mich retten oder ist es nur ein religiöses Instrument? Jesus Christus möchte, dass wir ihm nachfolgen, ja, dass wir seine Worte in Anspruch nehmen, dass wir ihm gehorsam sind und aus Liebe ihm dienen und vertrauen. Es passiert aus Liebe. Nicht durch eine Tradition oder ab einem gewissen Alter, dass man das einfach so macht, sondern die ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Das heißt, dieser Wandel von fleischlichen Menschen zum gläubigen Menschen besteht darin, zu glauben, dass der Herr Jesus Christus nur uns von der Sündenschuld erlösen kann. Er ist der einzige Weg dazu. Er ist der Einzige, der in unseren Herzen Zugriff hat und der uns befreien kann, der uns zu einer neuen Kreatur schafft. Und das wünschen wir Ihnen heute, dass Sie das in der Schrift lesen und prüfen. Genau, wenn Sie keine Bibel haben, schreiben Sie uns an bei Gerettet um zu retten und wir werden Ihnen eine Bibel zusenden. Genau, wir wünschen dir, dass du den Mut hast zu prüfen, wo du in deinem Leben stehst, ob du noch ein fleischlicher Mensch bist oder schon ein geistlicher Mensch bist. Dann trägst du die Ewigkeit in dir. Und das konnte eben auch der David eben sagen, ja, ihr habt die Schrift gekannt, denn du bist zu meiner Rechten, ich wanke nicht. Er wusste, Gott ist bei mir, dieser Immanuel, Gott mit mir, dieser Jahwe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, er ist mit ihm, Jahwe war mit ihm. Und ja, darum freut sich das Herz und es soll auch bei uns sein, das ist die Freude unseres Lebens, wenn wir zu früh aufstehen, dass wir sagen können, mein Leben, meine Zeit ist in deiner Hand. Gebrauch du mich nach deinen Willen. Genau, die Zunge, die soll frohlocken. Wir sollen uns nicht schämen zu sagen, ich habe einen Papa und mein Papa ist perfekt. Der hat Himmel und Erde erschaffen. Über dieses Ereignis kann ich mich nicht schämen. Das sollen die Menschen hören, ob sie es hören wollen oder nicht. Ja, da denke ich dran. Gestern war ja das Abschlussspiel auch von der zweiten Bundesliga und ein Freund hat mir ein Video zugeschickt, wo die Fütter da losmarschiert sind und es waren mehrere tausend haben sich an einem Platz getroffen und sind gemeinsam losgezogen und haben gesungen, ähnlich wie das jüdische Volk beim Auszug, ja, wo sie da nach Jerusalem auch marschiert sind. Die waren vereint, hatten die gleichen Trikots an, ja, die hat wirklich mehreres verbunden, aber letztendlich ist es bedeutungslos. Aber wenn man das so sieht, es ist wirklich gewaltig. Ich würde mir wünschen, die Gläubigen würden so, ja, mit ordentlicher Kleidung auftreten, die würden gemeinsam singen, die würden gemeinsam beten. Und würden gemeinsam Zeit verbringen, ja, so wie es auch am Pfingsten war. 120 hatten sich getroffen, hatten gemeinsam gebetet, hatten gemeinsam Gottes Wort verkündigt. Und dann hat Gott eingegriffen, ja. Aber manches machen die Ungläubigen besser, wie wir Gläubigen das machen sollten. Und bei diesem Marsch gestern habe ich mir gedacht, Mensch, wie schön wäre es, wenn wir auch so gläubig unseren Namen, ja, verkündigen könnten, ja, dass andere das Fenster aufmachen und schauen, was ist denn da los. Dann stellen Sie fest, ah ja, das sind ja die Fußballfans, die trinken Bier, ja, die trinken den Alkohol und sind am Grillen. Aber wir sollten fröhlich bekennen, ja, dass Jesus Christus unser einziger Weg zur Rettung ist. Ich wünsche Ihnen Mut, dass Sie das auch in dieser neuen Woche tun können, dass Sie Lieder auch in den Herzen tragen und auch vielleicht am Arbeitsplatz singen oder wenn Sie spazieren gehen oder wenn Sie ein Lied pfeifen und vielleicht mit jemandem ins Gespräch kommen.
Genau, ich wünsche, dass wir ja, erkennen, dass Gottes Wort uns nicht leer anspricht, sondern dass Gottes Wort in unseren Herzen arbeitet. Genau, wir wollen kurz noch anschauen, genau, diesen Vers 32 von der Apostelgeschichte 2. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Das heißt, das ist genau dieses Pfingstfest wird praktisch. Das handelt sich nicht nur um Theorie, um auswendig Gelerntes, sondern er gibt es gleich preis. Und ich habe es euch erzählt, es war nicht irgendwie eine Musterpredigt, die in der Tasche war, sondern die war unvorgekündigt, unvorbereitet, in einer großen Anfechtung. Und da wird dieser Heilige Geist gebraucht, wenn man in Bedrängnis kommt, um Gottes Sache. Nicht, wenn man leichtsinnig privat unterwegs ist für die menschliche Angelegenheit, dann sollten wir uns schämen, sondern wenn wir für Gottes Auftrag mutig unterwegs sind und Gottes Auftrag verkündigen und leben in die unterschiedlichen Lebensbereiche. Warum? Was kann man hier lernen? Hat er dies ausgegossen? Also er hat es gegeben, er bietet uns Geschenke an, der Gläubige hat es in Anspruch genommen und jetzt sollen wir dieses Geschenk einsetzen. Warum? Was ihr jetzt seht und hört. Das heißt, dieses Gehörte wird sofort praktisch, die haben es gesehen und gehört. Darum ist es auch wichtig, Menschen einzuladen, die Jesus Christus nicht kennen, dass sie darüber nachdenken, dass sie von Ankläger zum Nachfolger werden. Liebe Geschwister heute hier, ich wünsche es euch, dass ihr das euch nochmal durch den Kopf gehen lasst, dass ihr das nochmal prüft von Vers 33. Ich glaube, ich habe mich vorher versprochen, habe ich Vers 32 vorgelesen. Genau, Vers 33 heißt es genau, eben diesen Geist ausgegossen und gesehen und gehört. Das heißt, es hat sich was getan. Und von dem sollen wir auch Zeugnis sein, von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das heißt, was wir in der Bibel gesehen haben, von dem dürfen wir bezeugen, dass der Herr Jesus Christus Herr ist. Und es wird auch gleich dann nochmal auch bestätigt. Genau, dass es eben auch so ist. Jesus Christus wurde auferstanden, haben wir in Vers 32 gelesen, darum ist er der Verwesung nicht preisgegeben. Dieser Geist ist unkaputtbar. Und wir lesen zum Abschluss noch den Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israels mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Genau, er sagt nochmal ganz klar, eigentlich ihr seid dieses Problem, ihr habt nicht geglaubt, dieser Unglaube, der wird auf euch ruhen, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Meinung zu ändern. Wenn ihr tot seid, ist es vorbei, aber jetzt lebst du noch, jetzt hast du noch die Möglichkeit umzukehren, den lebendigen Gott aufzunehmen und diesen lebendigen Gott in Liebe zu dienen. Genau, und er wünscht sich das in Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israels mit Gewissheit erkennen. Das heißt, ihnen ist es wichtig, das ganze Volk Israels soll umkehren. Ja, keiner soll verloren gehen. Ja, das ist ein großer Trugschluss zu sagen, ja, der Herr, der hat welche für die Verdammnis vorbereitet, diese vorher brennende Station. Sondern nein, das ganze Haus Israels soll mit Gewissheit erkennen, was sollen sie erkennen, dass er gekreuzigt worden ist, auferstanden ist, dass die Rettung für jeden vorhanden ist, auch für dich heute, wo du hier bist, für den, wo du heute zuschaut. Die Rettung ist möglich. Er will, dass nicht einer verloren geht. Dass Gott ihn sowohl zu den Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Ja, was bedeutet es? Jetzt wird es konkret, die Kernbotschaft. Jesus ist Gott. Der Herr ist nur allein. Und Jesus ist der Herr. Das können wir hier ganz klar erkennen. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat den Tod. Denken Sie bitte über diese Worte nach, ob Sie Jesus Christus schon haben oder ob sie noch brauchen, ob sie sagen können, wenn ich heute sterben würde, bin ich errettet, weiß ich, wo ich hinkomme oder bin ich noch unsicher? Und diese Frage, ja, die sollte hier beantwortet werden, dass sie wirklich sagen können, dass sie umkehren sollen. In Vers 40 zum Abschluss, genau, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Er sagt, errettet sollen alle werden, aber die meisten sind falsch. Ihr Denken und Handeln ist falsch geprägt. Die haben ein falsches Fundament. Und er macht ihnen Mut. Lasst euch retten. Er wirbt um sie. Und so möchte ich es heute Abend auch machen. Ich sage, lass dich retten von deiner Sündenschuld. Kehr um
Und wenn du Fehler begangen hast, auch als Kind Gottes, bring's zum Herrn, bring's ans Kreuz, da hat er bezahlt für die Sündenschuld. Und ich möchte dir noch sagen, ja, wenn du den Schritt tun sollst, wie du ein Kind Gottes wirst, lies in Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 12 und 13, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Mach diesen Schritt, hab diesen Mut, sag, ich möchte mich unterordnen, ich möchte meine Sünden bekennen, ich bereue meine Sünden und ich möchte mit dir, Herr Jesus Christus, leben. Ich möchte einen neuen Weg gehen. Die materiellen Dinge sollen nicht mehr so wichtig sein in meinem Leben. Ich möchte mich für die geistlichen Dinge einsetzen, für deine himmlische Angelegenheit. Zu wissen, ja, mein Geist wird nicht mehr sterben, sondern mein Geist soll nach Hause gehen. Das wünsche ich dir heute und das wünsche ich Ihnen heute, wo Sie zuschauen. Danke für Ihre Geduld, für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen zum Segen wird, dass Sie es zu Hause nochmal nachprüfen in Apostelgeschichte 2. Der Herr Jesus Christus segne Sie. Ja, morgen treffen wir uns wieder, dann um 18 Uhr. Auch Gottes Segen, wenn er kommt. Amen.